Die meisten Menschen denken an Breathwork und packen es direkt in irgendeine Schublade. Denken vielleicht an irgendeine witzige Technik, womit sie sich ein bisschen mehr entspannen können. Haben vielleicht schon das eine oder andere ausprobiert, wie Box Breathing, Pranayama oder irgendeine Wechselatmung. Und sind dabei aber niemals in den Kontakt gekommen mit der wahren Kraft, die in uns freigesetzt werden kann, wenn wir unsere Atmung auf die richtige Art und Weise einsetzen, das mit Meditation verbinden und somit wirklich zum Schöpfer unseres Lebens werden. Denn du hast die Möglichkeit, wenn du Breathwork auf die richtige Art und Weise praktizierst, Energie, die dein Leben lang irgendwo in deinem Körper angestaut ist, irgendwo in den unteren Energiezentren, diese Energie durch diese kraftvolle Atmung zu aktivieren, freizusetzen, diese Energieblockaden zu lösen und dann durch eine tiefgehende Meditation, wo du in einen Entspannungszustand kommst, deine Gehirnwellenfrequenzen sich stabilisieren, harmonisieren und damit du maximalen Zugang hast zu deinem Unterbewusstsein und zu deinen Zellen. Und diese Energie, die du durch deine Atmung freigesetzt hast, kannst du dann in diesem entspannten Zustand, in dieser tiefen Meditation nutzen, um deinen Zellen eine neue Information zu geben. Du kannst deinen Körper heilen, denn du hast freigesetzte Energie, du hast Energie zur Verfügung und Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Somit kannst du sie in bestimmte Körperbereiche lenken, aber auch ganz bewusst dafür nutzen, um dir das Leben zu kreieren, wovon du schon immer geträumt hast. Du kannst in deine Zukunft, in deine Zukunftsvision eintauchen und gepaart mit einer bewussten Intention, also dein Ziel, dein Traum bewusst formuliert und einer hochschwingenden Emotion, diese Zukunft, diese Realität jetzt schon fühlen und in dein Leben holen. Und ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben auch schon extrem viele geile Dinge kreiert hast. Doch vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Lebensbereich, wo du einfach noch mehr willst, wo du dieses Bild von dir und von deinem Leben hast, was du endlich in die Realität bringen willst. Und genau dabei kann dir halt diese bewusste, kraftvolle Atmung mit anschließender, tiefgehender Meditation helfen. Denn manchmal reicht es nicht, nur diesen Traum zu haben und diese bewusste Entscheidung zu treffen. Das Allerwichtigste dabei ist das Gefühl und die Verkörperung. Dass du mit all deinem Sein zu diesem Menschen wirst, der jetzt bereits seine Träume lebt. Denn Fakt ist, wenn das noch nicht deine Realität ist, gibt es immer noch Instanzen in dir, Zellen in dir, Informationen in dir, die dem entgegenstehen. Und bei mir zum Beispiel war es lange Zeit ein riesengroßer Traum von mir, eines Tages die Welt zu bereisen, mit der wundervollsten Frau an meiner Seite und mit dem, was ich liebe, anderen Menschen zu helfen und dabei finanziell und zeitlich frei zu sein. Und dieser Traum ist 2016 in Australien entstanden, als ich das erste Mal die große weite Welt entdeckt habe und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und ich bin dann immer wieder auf kleinere und größere Reisen gegangen, wo ich aber immer davon gelebt habe, dass ich als Tellerwäscher gearbeitet habe, in der Schokoladenfabrik gearbeitet habe, auf verschiedensten Farmen mir den Arsch abgearbeitet habe, nur um dann ein klein wenig zu reisen. Und immer als ich dann wieder zurückgekommen bin nach Hause von diesen Reisen, hatte ich Gespräche mit meiner Mutter, die am liebsten wollte, dass ich studiere, etwas Sicheres mache, erstmal etwas Handfestes in der Hand habe, um dann später vielleicht irgendwann mal zu reisen. Und vielleicht kennst du auch diese zwei Anteile. Diesen einen Anteil, der sehen kann, spüren kann, fühlen kann, diesen Traum eigentlich jetzt schon sieht. Und auf der anderen Seite diesen Anteil, der Angst hat, der Angst davor hat, es nicht schaffen zu können, zu scheitern und vielleicht auch von der Familie, vom Umfeld abgelehnt zu werden. Und wir alle haben diese Anteile. Wir alle spüren manchmal diese innere Zerrissenheit in uns. Und gerade wenn wir einen Traum haben, der außerhalb unseres Bekannten ist, außerhalb der Komfortzone ist, kommen diese Ängste hoch, kommen diese Zweifel hoch. Und manchmal ist es einfach so, dass wir diese Ängste und Zweifel irgendwo in unserem Energiesystem abspeichern und nicht sehen wollen, nicht fühlen wollen, aber die ganze Zeit da sind und wabern. Und durch Breathwork, durch Meditation haben wir die Kraft und die Möglichkeit, diese wieder zu befreien, freizusetzen, loszulassen und vor allem dann neu zu wählen. Und das Ding ist, wir manifestieren immer mit unseren 100%. Das heißt, du kannst die ganze Zeit glauben, yes, es ist total möglich für mich und siehst diesen Traum vor dir,
Aber wenn es in dir diese Anteile gibt, die dem noch widerstehen, noch diese Ängste und Zweifel irgendwo in deinem Energiesystem rumwabern, manifestierst du die ganze Zeit das, was du nicht willst. Und das Ding ist, ich kenne das so gut. Ich kenne diesen inneren Kampf so gut, denn nach diesen Jahren auf Reisen, wo ich eigentlich das noch viel weiterleben wollte, habe ich mich gegen meinen Traum entschieden und kurze Zeit für ein Studium entschieden. Und da war dieser Kampf, dieser innere Kampf, dieser innere Zerrissen, ist immer lauter und lauter geworden. Und ich wusste eigentlich, was ich will, doch ich wusste einfach nicht, wie das gehen soll. Ich habe gedacht, ich habe alles dafür getan, doch bin da irgendwie nicht so richtig rausgekommen. Und genau dann kam Breathwork und Meditation in mein Leben und es hat alles verändert. Jeden Morgen habe ich mich hingesetzt, habe kraftvoll geatmet und während dieser Atmung alle Angstblockaden zerschmettert, durchbrochen, losgelassen und dann in der tiefgehenden Meditation mich mit dieser Zukunft verbindet, mit diesen Bildern, mit diesen Farben, mit diesem Gefühl und bin immer mehr zu dem Menschen geworden, der genau das lebt. Und jetzt sitze ich gerade vor dir, hier in Bali und seit anderthalb Jahren bin ich nun Vollzeit unterwegs auf Reisen mit der absolut wundervollsten Frau für mich in meinem Leben, in unserem selbst ausgebauten Van, zuerst durch Europa, jetzt hier auf Bali und gemeinsam tun wir das, was wir von ganzem Herzen lieben, können dabei anderen Menschen helfen und genau durch diesen Prozess weiß ich, dass es für jeden möglich ist. Weiß ich, dass es auch für dich möglich ist, deine kühnsten Träume, Visionen und Ziele wirklich zu leben und zu verwirklichen. Und weil mir das Ganze so am Herzen liegt und weil ich das selber durchlebt habe, möchte ich dieses Wissen, diese Erfahrung auch gerne mit dir teilen in meinem neuen Programm Create Your Destiny. Wie du mit Hilfe von Breathwork und Meditation zum bewussten Schöpfer deines Lebens wirst und deine Ziele und Träume verwirklichst. Du lernst wirklich, wie du diese kraftvolle Atmung dazu einsetzt, diese Energieblockaden in deinem Körper zu lösen, aufzubrechen, Energie wieder zum Fließen zu bringen, um anschließend die verschiedenen Energiezentren in deinem Körper zu aktivieren und darüber in einer tiefgehenden Meditation ganz bewusst das zu manifestieren, was du wirklich in deinem Leben erfahren und leben willst und somit deinen Zellen die Information gibst, hell yeah, ich bin dieser Mensch, der genau diese Träume voller Vertrauen und Mut lebt. Und Create Your Destiny ist kein klassischer Online-Kuschelkurs. Es ist eine wahrhaftige Experience, wo du mit jeder Zelle deines Körpers eintauchst. Und das ist wirklich für die Menschen, die bereit sind, diese innere Arbeit zu tun und es wirklich zu verkörpern. Und das ist so aufgebaut, dass es 4 Module gibt, die alle aufeinander aufbauen. Und in jedem Modul gibt es einen Live-Call über Zoom mit mir. In jedem Modul gibt es dazu eine begleitende Breathwork-Meditation, die du täglich nutzen kannst, die als MP3 zur Verfügung steht, die hinterlegt ist mit epischer Musik, mit Musik, die dieses ganze Erleben verstärkt und Frequenzen, die dich genau in diesen Bereich bringen, wo du deine Zellen eine neue Information geben kannst. Und begleitend dazu hast du zu jedem Tag, also zu jedem Modul, 7 Videos, die dir dabei helfen, einfach noch ein tieferes Verständnis dazu bekommen und mehr Bewusstsein dafür schaffen, was du in deinem Körper gerade veränderst. Denn wenn wir verstehen, warum wir etwas tun und was wir tun, wird das Wie, also die Umsetzung, die Verkörperung, viel, viel leichter. Und wenn du gerade in dir spürst, hell yeah, genau das callt mich und du deine Träume, die vielleicht noch gerade auf dem Vision Board sind, in dein Leben, in deine Realität holen willst, dann lade ich dich herzlich dazu ein, bei dieser 4-wöchigen Reise von Create Your Destiny mit dabei zu sein. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach auf den Link hier unterhalb dieses Videos in der Beschreibung zu klicken, dir nochmal alles durchzulesen und dich dann anzumelden. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist, bei dieser außergewöhnlichen Reise.